Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich sitze im Auto, wie ihr seht. Warum schaust du mir zu beim Vloggen? Ja, ich werde hier beobachtet. Ich bin nämlich gerade bei der roten Ampel und habe mir gedacht, beginn schnell den Vlog. Ich bin unterwegs, es ist gerade 9.13 Uhr und ich habe einen Termin um 9.30 Uhr bei meinem Netzwerk. Und ich habe natürlich die Luisa dabei, die ist hinter mir. Und ja, was ich da mache, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber vielleicht darf ich es euch ja sagen und ich verrate euch dann nach dem Termin. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich habe meine Nägel lackiert, wie ihr sehen könnt, mit dem Catrice, das ist lila. Und der ist wunderschön, aber es ist grün, deswegen höre ich jetzt auf. Also bis später. So, ihr Lieben, wir sind schon fertig. Ich war bei meinem Netzwerk, habe ich euch ja gesagt. Ich hatte hier einen Termin und zwar wurde ich interviewt von einer jungen Frau, die studiert Soziologie und sie hat so eine Forschungsarbeit und sie wollte halt gern YouTuber interviewen und ich war halt eine von ihnen. Der nächste ist jetzt gleich reingegangen und das war halt das Ding, was ich gemacht habe. Ich wusste nicht, ob ich darüber reden darf oder auch nicht. Schaut mal, eine Bahnuhr, oder? Das steht meistens in der Bahnhöfen, oder? Bahnhofuhr. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich fertig und jetzt gehe ich zu meinem Auto. Sehr praktisch, wenn jemand reinkommt und die Tür offen hält. So. Also fertig bei unserem Termin. Es ist wunderschön. Es ist, sag ich mal, schaut euch mal diesen wunderschönen Himmel an, obwohl hier ein paar Wölkchen sind, aber einfach toll. So, und ich gehe jetzt zur Tiefgarage, weil in Wien ist man ohne Tiefgaragen mittlerweile schon aufgeschmissen, weil man darf hier nur parken, wenn man in diesem Bezirk wohnt. Also, ja, ist irgendwie nicht so schlecht für die Leute, die hier wohnen. So, und ich muss jetzt hier meine Karte... Warte, ist er dabei? Sicher. 8 Euro, ja geil. So ihr Lieben, ihr seht sie mich schon wieder daheim. Ich bin heute gerade in der Küche, denn ich bereite gerade das Mittagessen für die Kinder vor. Und zwar habe ich hier, wie ihr sehen könnt, einen Topf heißes Wasser mit zwei Hühnerkeulen darin. Das Fleisch koche ich jetzt erstmal, anschließend werde ich es dann auch noch anbraten. Und in diesem Fleischwasser werde ich dann den Reis kochen. Dann hat der Reis nämlich so einen echt, echt guten Geschmack. Dazu gibt es dann Blattspinat. Die Kinder lieben übrigens Spinat. Und den werde ich so mit ein bisschen Zwiebel, die habe ich schon hier vorgeschnitten, sehr praktisch, anrösten. Ja. Und für mich, habe ich das hier rausgeholt und zwar Riesengarnelen. Ich werde die mir dann mit so ein bisschen Frühlingszwiebel, die auch schon da bereit steht, so ein bisschen anrösten mit Nudeln. Also ich liebe das so ein bisschen mit Öl und Knoblauch, aber nur ganz wenig Knoblauch wegen der Muttermilch. Ich will ja nicht, dass sich der Geschmack hier verändert. Ich habe gelesen, wenn man viel Knoblauch essen sollte, dann ändert sich, also das geht dann halt in den Geschmack der Muttermilch über und ich glaube nicht, dass die Kinder das so toll finden. Also ich will ja nichts riskieren. Deswegen Hände weg von zu viel Knoblauch. Kann ich euch auch empfehlen. So, ich habe jetzt schnell die Luisa geholt, weil die war ein bisschen unruhig. Das ist immer so schwierig mit der Luisa zu kochen, das habe ich eh schon öfters erwähnt. Die mag ja nicht so lange. Hast du ihn jetzt am Boden geschmissen? Die Luisa mag ja nicht so lange alleine sein. Was heißt hier so lange? Die mag gar nicht alleine sein. Nicht mal 5 Minuten manchmal. Jetzt war sie ein bisschen in der Wippe. Und es war schon langweilig, oder mein Schatz? Langweilig. Die Luisa hat heute ihr Tütü an, was sie bei der Lisas Hochzeit angehabt hat mit dem Einhorn. Magst du Einhörner? Magst du Einhörner? So, den Mädels habe ich das Essen schon angerichtet. Bitte schön, mein Schatz. So, bitte schön.
Die Michelle vergisst auf jeden Fall jedes Mal, dass ihr Spinat eigentlich schmeckt, weil die Michelle isst ja keine grünen Lebensmittel. Außer Gurke, oder? Und Paprika. Ja, aber sonst alles andere ist eklig. Ja. Und Spinat, okay. Jedes Mal dieselbe Diskussion. Ja, aber das eine Grünzeug, was ich nicht mag... Brokkoli oder was meinst du? Brokkoli. Das Praktische, die Sophie, die mag gern Spinat, sie mag Reis, deswegen darf sie die Resteln aufessen, was die Mädels übergelassen haben. Sehr brav, Sophie. Tüchtig. Die Michelle geht jetzt auf ein kleines Gassi mit der Sophie. Michelle, bitte schau, dass sie ein Würstchen macht, ja? Okay. Ja, danke dir, mein Schatz. Ich habe die Lisa ganz kurz in ihr Bettchen hineingelegt und sie tut so, als wenn ich sie, ich weiß nicht, irgendwo auf den harten Boden gelegt hätte. So gleich gemeckert und aufgewacht. Das ist ein Wahnsinn mit diesem Kind. Ja, mein Schatz. Machst du hier ein bisschen mit dem Polterkuscheln? Schau mal, Lisa. Ja. Das ist ein Bär. Den haben wir von der Anna bekommen. Anna Birdie. Haben wir den von der Anna? Ja, ich kann den haben. Du magst mal auf dem Bauch liegen, mein Schatz. Meine Mutter drückt. Wir machen das jetzt so. Schau mal. Legst du dich so her? Dann setze ich den Bären daher. Dann kannst du ihn anschauen. Schau mal. Hallo, Bibi. Hi. Ja, schau, dann mache ich hier die ganzen Spielsachen daher. Magst du ja gucken? Guck mal, sie guckt ihn schon an. Guckst du den Löwen an? Ja, wo ist der Löwe? Schau mal. Ein bisschen Musik anmachen. Ich finde, mit so einem Bölsterchen darunter liegen sie ein bisschen besser. Oder, mein Schatz? Na komm, hol dir die Rassel. Hol dir die Rassel. Schau mal. Toll machst du das. Sehr gut. Auch ein Bäuerchen mit rausgeholt. Mal schauen, wie lange sie jetzt so bleibt. Wahrscheinlich nicht so lang. Oder Bibi? Oder Bibi? Hi? 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 So, wie ihr gesehen habt, schlafen Lara und Luisa. Zum Glück beide zusammen. Ich komme endlich auch dazu, irgendwas heute zu essen. Das ist heute meine erste Mahlzeit. Ich wollte ja Garnelen und blablabla machen, aber ich bin so gestresst aktuell. Vielleicht schaue ich nicht gestresst aus, aber ich fühle mich gerade so innerlich mega gestresst. Aber Luisa schläft und Lara schläft, wie ihr gesehen habt. Und ich versuche jetzt ein bisschen so runterzukommen. Jetzt kämpft hier Pief mit Sophie. Die spielen hier gerade. Ich bin so ein bisschen übergestresst. Ich weiß nicht warum. Weil ich ein bisschen so eine kleine ruhige Minute suche und jetzt jault sie.
Es war nämlich vorhin ein kurzes, turbulentes Chaos. Ich habe versucht, die Luisa kurz zu beschäftigen. Das ging ja dann gut. Dann ist aber die Lara mit der Michelle ins Haus reingekommen. Die war nämlich mit der Sophie im Garten. Und dann hat die Lara geweint. Und dann war ein bisschen Chaos. Dann bin ich zur Lara gegangen. Dann hat zwischenzeitlich die Luisa zum Weinen angefangen. Und das war dann so für mich so etwas turbulent. Und jetzt versuche ich mich so ein bisschen zu beruhigen und abzuschalten. Und ein bisschen Kellogg's Toppers. Kennt ihr die? Zu essen. Ich mag sie total gerne. Und ich möchte die jetzt schnell essen, weil ich mag nämlich Cornflakes nicht, wenn sie so latschert weich sind. Wenn man einfach um 3:30 am Nachmittag Cornflakes isst. So, mein Lieben, ich hatte mich ja zu früh gefreut, die Luisa schläft alleine im Bett, bla bla. Du denkst, der hat jetzt gar nicht so lange geschlafen. Aber ich habe es geschafft, ein bisschen was zum Essen. Also ich habe Cornflakes, habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube aber schon, dass ich das... Ja, doch. Ja, ich habe Cornflakes gegessen und dann vielleicht noch 5 Minuten ein bisschen Insta-Story gemacht und dann, was ich schon war, die kleine Mausi. Jetzt habe ich sie hergelegt in ihren Spielebogen, wie ihr sehen könnt. Aber so begeistert ist sie jetzt nicht davon. Was ist denn mein Schatz? Sie wird übrigens von mir gar nicht mehr gepuckt, weil sie nicht mehr Bauchweh hat. Also ich habe schon sehr lange sie nicht mehr mit Windsalbe eingeschmiert und auch nicht mehr gepuckt, weil sie einfach kein Bauchweh mehr hat. Und ja, das ist sehr toll für sie halt. Und ich glaube, voll viele haben mich auch immer wieder gefragt, wie denn die Luisa schläft am Abend, also in der Nacht. Und ich, auch wenn ich jetzt viele... Ja, Lisa schläft einfach durch. Bin ich einfach eine glückliche, gesegnete, weil alle meine Kinder durchgeschlafen haben. Von Anfang an, also die Luisa wacht jetzt nicht mal mehr zum Trinken auf. Also die schläft mir einfach durch bis zu 6 Uhr. Dann stille ich sie noch, dann stehe ich auf, mache Brote für die Kinder und das war's. Cool, oder? Also ich finde das cool, weil bei mir ist es so, wenn ich keinen Schlaf bekomme, dann bin ich eine Furie. Es gibt manche Menschen, die sagen so, ja, Schlaf ist mir nicht so wichtig, Hauptsache ich kann was essen. Bei mir ist das mit dem Essen nicht so, aber schlafen, ich bin in der Früh echt stinkig, wenn ich nicht genug schlafen habe. Also, da könnt ihr den Papa fragen, da kann euch da ein paar lustige Geschichten erzählen, wie gemein ich wirklich bin in der Früh. Ja. Was ich euch einfach zeigen wollte, ich habe mir nämlich was bestellt und es ist heute angekommen. Ich wollte euch das zeigen. Meine Wickeltasche von Bonavi ist da. Natürlich habe ich sie in Grau, wie mein Kinderwagen ist. Und ich liebe diese Details, diese Lederdetails, wie auch mein Griff hat vom Kinderwagen. Das ist ja auch dieses Braun. Ich finde sie so schön und so groß. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch wissen, was ich denn als Tasche, ich habe keine richtige Wickeltasche bisher gehabt für die Luisa. Ich habe da einfach so eine alte Tasche von ihr verwendet. Das ist so eine Nike. Und ich habe die verwendet, aber die ist mir jetzt ein bisschen zu klein. So, meine Lieben, ich habe jetzt die Luisa nochmal gestillt und ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen länger unten beim Spielebogen spielt. Und ich zeige es euch mal von außen ein bisschen. Könnt ihr sehen, sie hat hinten so einfach so 2 große Taschen. Das ist dann vorne. Da hat sie auch nochmal so 2 Taschen. Und hier drinnen ist so ein Schlüsselanhänger. Hier ist ein Schlüsselanhänger. Man hat so einen voll tollen Clip. Wie ihr sehen könnt, kann man ihn dann sofort runternehmen. Und das ist sehr praktisch, weil ich bin eine, die immer ihren Schlüssel sucht in der großen Tasche. Deswegen finde ich das richtig toll. Für mich perfekt. Dann gibt es hier auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber hier ist so eine Tasche fürs Handy. Die kann man auch noch mit so einem Klettverschluss zumachen. Und dann hat man hier so 3... Moment. Machen wir das so. Seht ihr das? 3 Fächer, also 3 so Schlitze, oder wie heißt denn das für Kugelschreiber? 3 Kugelschreib-Reinschubfächer. Seht ihr die? Und hier ist halt das fürs Handy. Richtig cool. Und dann habt ihr euer Handy quasi nah bei euch und auch schnell. Ich meine, man könnte die Tasche auch so rumtragen, dass man quasi das Handy hier am Körper liegen hat, damit es nicht so außen herum ist. Ich glaube, das kann man dann selbst für sich entscheiden, ob man das außen oder innen tragen möchte. Dann zeige ich euch die Wickeltasche mal innen.
drinnen sind noch einige Sachen, die werde ich jetzt gleich rausholen. Und zwar ist hier eine Wickelunterlage, die ist hier ganz super mit einem Klettverschluss zusammengehalten. Oh, mein Handy. So. Sorry. Und wie ihr sehen könnt, ist hier so eine Wickelunterlage, die man auch abwischen kann. Das heißt, wenn die schmutzig wird, könnt ihr die einfach super schön waschen. Sehr, sehr cool. Also ganz, ganz, ganz angenehmes, kautschukartiges Gefühl. Und es riecht nach gar nichts. Also es ist nicht so chemisch Plastik. Und hier das Bunami-Logo. Richtig toll. So, und man hat die ganz schnell zusammengefaltet. Tada, fertig. Dann ist hier drinnen noch so ein Täschchen. Ich vermute, man kann ja mal reinmachen, was man möchte. Es würde sich sogar eine Windel ausgehen, also ich glaube zwei, drei Windeln. Oder man macht hier Cremes oder was auch immer man reinmachen möchte. Die kann man auch hier so ranhängen. Also man kann die so ranhängen, könnte man, wenn man wollen würde. Ich weiß noch nicht, was ich selber reinmachen werde. Vielleicht schon ein paar Cremes. Mal schauen, mal schauen. Dann ist hier drinnen so ein Thermotäschchen. Thermoflaschentäschchen. Ja, heißt das so? Irgendwie so in der Art. Ihr kennt die bestimmt. Die haben diese, ja, dieses Plastikfolien-Dings da, die euer Getränk entweder kalt oder warm halten. Also nicht euer Getränk, sondern das Getränk des Babys. Ich brauche es jetzt dabei noch nicht. Ihr wisst ja, die Luisa nimmt keine Flasche und auch keinen Schnuller. Deswegen wird das für uns dabei noch nicht in Einsatz sein. Und man kann die, schaut mal, voll cool, man kann die so an den Kinderwagen reinmachen oder auch an der Tasche oder wo man sie halt unbedingt haben möchte. Oder man kann sie auch so in der Hand halten. Also ich glaube, das ist dann jedem selbst überlassen. Wir brauchen die dabei halt noch nicht. Ich kann sie dann halt zur Seite lassen. Und dann habe ich hier noch die, also die Träger, damit ich die Tasche ja auch an den Kinderwagen ranhängen kann. Und auch an der Schulter und so tragen kann. Voll super schön. Mega. Ich mach die dann hier ran. So. Und jetzt kann man die halt noch so, wie man halt das von einer Tasche kennt, sie der Größe nach einstellen. Und dann könnte man sie so tragen oder halt über den Kinderwagen rum. Diese Dinger sind wahrscheinlich, dass man die Tasche, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, dass man die Tasche, ihr wisst schon, so an den Wagen hängen kann. Also damit sie nicht so tief hängt, sondern etwas höher. Dann kann man die Tasche wahrscheinlich so aufhängen. Wahrscheinlich dann so. Genau. Also man hängt sie so an der Tasche und man kann dann da drin herumwurdeln. Innen drinnen, wie ihr sehen könnt, ist die Tasche halt richtig voluminös, da passt halt wirklich viel rein. Dann habt ihr hier noch so Flaschenhalterungen mit diesem Gummiband. Dann gibt es hier noch so eine Tasche, also so ein Fach mit einem, wie heißt denn das, Clip. Und dann noch eine hier mit Reißverschluss. Sorry. Reißverschluss. Richtig cool. Und dann hat man hier noch an dieser Seite zwei extra Fächer. No. Hier einmal und hier noch einmal. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, finde ich immer bei Wickeltaschen, man stellt sie halt oft auf den Boden und sie hat halt vier Füßchen, dass sie halt nicht direkt auf dem Boden ist, sondern auf den Füßchen. Das finde ich halt richtig cool, damit die Tasche halt auch nicht schmutzig wird. Und ich werde sie jetzt gleich befüllen. So, ich habe jetzt mal alles hergestellt, was ich, also schön aufplatziert, was ich in meine Wickeltasche reinpacken will. Ich fange mal hier an. Also das möchte ich mir beibehalten mit so einem Toilettentäschchen, weil ich finde das relativ praktisch. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt und man möchte jetzt schnell auf Toilette mit dem Kind, also zum Wickeltisch, damit man nicht die ganze Tasche mitnehmen muss, vielleicht macht man die schmutzig oder so, bin ich dann ein Freund dafür, dass man hier so ein Täschchen hat, wo man alles reingibt, die Windeln. Ich habe auch immer eine Schwimmwindel dabei. Ja, fragt nicht warum. Vielleicht aus dem Grund, wenn wir mal schwimmen gehen und ich vielleicht Schwimmwindeln zu Hause vergesse. Dann habe ich hier die Feuchttücher noch reingepackt, zugemacht. Und jetzt kommt natürlich das hier noch dazu. Also die Wickelunterlage, die schon dabei war. Und ich werde das Ganze jetzt mal reinsetzen. Mal schauen, wo ich das dann hingebe. Ich fange mal mit den kleinen Sachen an. Ich zeige euch, auf jeden Fall kommt der Mutter-Kind-Pass, der kommt bei mir immer mit rein, weil
Ja, nicht, dass ich den mal vergesse und ich habe eine Mutter-Kind-Pass-Untersuchung und dann ist er nicht dabei, dann habe ich so ein Problem. Also der kommt dann mal fix dabei. Dann habe ich mich dazu entschlossen, dieses kleine Täschchen, ich zeige euch, was drinnen ist, es als kleines Kosmetiktäschchen für mich zu verwenden. Da habe ich eine Bürste drinnen, Taschentücher, Handcreme, ganz wichtig, einen EOS Lippenbalsam. Und das ist auf jeden Fall mein Kosmetiktäschchen, das kommt für mich mit rein. Dann habe ich natürlich meine Geldbörse, mein Handy. Ganz wichtig, was ich jetzt unbedingt immer mit haben will, weil ich hatte schon vor kurzem ein kleines Problemchen, dass es sich angeschmiert hat. Und zwar, wir kennen das alle, die Kinder machen sich auch mal voll, wenn man unterwegs ist. Und dann hat man kein Body dabei. Und deswegen habe ich hier einmal einen langärmeligen Body. Wundert euch nicht, das ist nach Conmarie gefaltet. Einmal einen langärmeligen und einmal einen kurzärmeligen. Dann habe ich hier einfach so eine Ersatzhose, eine Leggings, falls mal etwas auch durch die Hose gehen sollte. Eine Strumpfhose, eine ganz normale weiße. Und dann zwei Paar Söckchen. Einmal ganz kleine, einmal ein bisschen größere. Dann Spielsachen. Auch ganz wichtig, finde ich, wenn man mal einen Kaffee trinken geht mit einer Freundin oder so und der Kleinen vielleicht langweilig ist. Hier habe ich so ein Vibrations-Entlein. Das hat mir die SJ geschenkt. Und das ist auch von der SJ. Das ist so ein Knisterbuch. Sie liebt, die Lüse liebt dieses Buch. Und das werde ich auch mitnehmen. Man kann das auch hier so an den Kinderwagen ranmachen, wenn ihr sehen könnt, hat so einen Klettverschluss. Und dann auch noch diese kleine Rassel. Dann habe ich hier zwei Cremes. Einmal eine Wundschutzcreme, die da, und einmal eine Wind- und Wettercreme. Die habe ich bisher noch nie verwendet. Die habe ich schon öfter, also ein paar Mal jetzt angewendet. Und ich finde, sowas schadet nicht, wenn man es einfach nur dabei hat. Für wer weiß, vielleicht braucht man es ja mal. Natürlich Sonnenbrille und das war es eigentlich. Und das werde ich jetzt alles hier reinschupfen. Reinsortieren. Und ganz vergessen, ich habe auch einen Gutscheincode, einen ganz neuen Gutscheincode. Falls ihr euch auch einen Bonavi Kinderwagen kaufen möchtet, könnt ihr mit Diana Diamanta 75 Euro auf euren Kinderwagen sparen. Also, falls euch ein Kinderwagen von Bonavi interessiert, dann könnt ihr, wie gesagt, meinen Gutscheincode verwenden und ihr spart 75 Euro. Also richtig cool. Die Webseite werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Den Bonavi Kinderwagen gibt es in echt vielen Farben. Also da ist sicher für jeden was dabei. Kaki grün, grau, schwarz, blau. Also wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Falls ihr auf der Suche nach einem echt guten Kinderwagen seid, ich kann euch den Bonavi wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen. Und mit Diana Diamanta 75 spart ihr sogar. Also ja. Und ich werde jetzt auf jeden Fall meine Wickeltasche schon mal einräumen. So, wir sind jetzt eine kleine Runde spazieren, weil die Lara ist nämlich auch soeben wach geworden aus dem Mittagsschläfchen und da habe ich einfach die Luisa umgezogen und ich habe diesen Wintersack daraus getan und sie einfach jetzt nur mit, wie heißt denn das, mit dem Pucktuch zugedeckt und die Lara fährt mit Laufrad. Ich muss sie so viel tragen, weil sie Angst hat. Ja, da ist ein großer Hund gewesen und sie hat noch Angst. Ja, ein Betonmischer. Da baut nämlich ein Nachbar nämlich gerade. Was ist? Der baut hier ein Haus. Da habe ich auch hier Angst vor dem Lärm. Ja. Lass sie mal runter, Michelle. Jetzt hat sie hier keine Angst mehr. Na komm, zieh ein bisschen und renn mit ihr. Ja. Und die Luisa ist auch gerade. Hallo, Schatzi. Ist schön, Lara? Ja. Und ich führe meine neuen Schlapfen aus. Mama, kauft. Ich habe Mama gekauft. Ja, schau, da kommt dein Auto. Komm zur Seite, Lara. Diese Säcke sind Rentieressen. Rentier, was sage ich? Rehe. Rentier, Michael, ist das was für einen Schlitten, für den Weihnachtsmann. Die dürfen nicht stehen bleiben mit der Luisa. Die mag nämlich herumspazieren. Wo ist das Essen? Das ist doch nichts zum Essen. Das ist ein Stück Erde. gewesen. Wo geht die Luisa? Sophie geht hier am liebsten, oder? Geh mal mit ihr runter zum Wasser. Sehr gut. Wir haben jetzt vorhin einen Hasen gesehen. Der hat sich aber nur erschrocken, weil die Luisa geweint hat. Go, Luisa. Bei Luisa darf man nicht stehen bleiben, es muss immer holpern. Holperdi, holperdi, holper. Genauso wie beim Autofahren. Sobald man irgendwo bei einer Ampel stehen bleibt, fangen sie zum Weinen an. Ja, schaut sie, Hase, komm zurück, bitte nicht helfen.
Komm zurück, Hase. Und das? Hä? Nein. Die Michi hat gedacht, ich sag. Die Lara sagt zum Hasen, komm zurück. Das ist der Sophie, ihr Lieblingskackplatz übrigens. Das ist hier unser schönes Waldstückchen hinter dem Haus. Vorsichtig, ja? Beim Runtergehen. Michelle, kommst du nochmal die Lara holen? Traust du dich oder so bleibst du lieber bei Mama? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Das ist richtig steil nach unten dort. Bleib hier lieber. Die Michelle ist nämlich ganz da tief unten. Siehst du sie? Da unten. Da. Bleib da. Immer habe ich so ein bisschen Angst im Wald. Nicht, dass so Wildschweine oder so kommen. Wenn da so eine Wildschwein, eine Wildsau, böse. Hm? Da ist die Michelle. Ja, ja, ja. Die Lara schläft gleich. Elise schläft geheim. Dort ist ein Wasser, genau. Heute Abend lassen wir es uns gut gehen. Der Papa hat uns was von McDonald's mitgebracht. Junkfood! Yay! Wer liebt Junkfood? Mama! Ja, das stimmt. Kannst du meine Soße aufmachen? Darf ich auch von dir ein Gitterbommel? Ah, Michelle, bitte. Ich will diese Schreierei mir sparen. Esst euer Essen. Willi macht einen Gitterbommel. Papa mag American Steak Sauce. Die hat es nicht dabei gegeben. Nein. Wo ist denn der Salat? Du auch, Patrick? War die Soße? Nein. Ja. Salat, Schatzi, magst du ihn jetzt schon haben? Nein, aber ich würde meine Soße geben. Hm. Soße? Soße? Meine Soße. Die mache ich. Mhm. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt abgeschminkt, werde jetzt nämlich gleich schlafen gehen. Ich werde jetzt noch einige Sachen in die Waschmaschine einfüllen für morgen, dass ich die dann gleich einschalte am Morgen. Und ich wollte was zu den Waschbällen sagen, weil voll viele mich gefragt haben nach meiner Meinung zu den Waschbällen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde sie nicht gut. Die Sophie findet sie gut. Also ich finde sie nicht gut deswegen, weil ich finde, sie knallen mir hier zu sehr. Also an die Trommel, dann bleiben die auch stecken. Ich habe da so einen, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe da nämlich so einen Raum und die bleiben dann wirklich da drinnen dann so stecken und das ist dann richtig doof. Und das bringt sie dann auch gar nichts. Also ich finde, man merkt jetzt gar keinen Unterschied. Sie knallt, also sie knallen auch so richtig gegen die Trommel beim Trockner. Finde ich auch richtig doof und ich habe irgendwie Angst, dass sie mehr kaputt machen. Aber ich finde, sie machen die Wäsche jetzt auch nicht weicher oder sauberer oder so irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ihr andere mal ausprobiert habt, aber diese hier finde ich schlecht. Also ich würde sie euch nicht empfehlen. Wahrscheinlich waren sie auch deswegen von 10 Euro auf 2 Euro verbilligt. Ja, 2 Euro aus dem Fenster geschmissen. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich werde jetzt auf jeden Fall noch schnell Wäsche in die Waschmaschine einfüllen und dann ins Bett gehen und mich vom Vlog verabschieden. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. So viel. Die Kinder gehen jetzt auch alle schlafen. Mein Papa bringt jetzt noch die Mädels ins Bett und ich mache das voll und dann geht er nach. Tschüss.